Hallo und guten Tag, ich darf Sie wiederum begrüßen, ich freue mich sehr darüber, Sie begrüßen zu dürfen zu unserem neuen Blogbeitrag Nummer 110. Grundstückskaufvertragsrecht, auch wieder ein Auszug aus der MRBV, die wichtig ist für die Fortbildungspflicht, denken Sie daran, 3.1.4, weil auch dort werden unter anderem diese Themen vorgeschlagen, die Ihnen helfen sollen, eben Ihre Fortbildungspflicht zu erfüllen. Und wir möchten mit diesen Blogbeiträgen Ihnen dieses an sich trockenes Thema, doch wieder praxisnah, darum geht es uns, Praxisnähe von Fachleuten für die Praxis weiterreichen. Also was gibt es denn über das Grundstückskaufvertragsrecht zu wissen und warum ist es auch gut zu wissen, damit Sie Ihrem Kunden wieder zeigen können, dass Sie eben der Mehrwissenmakler sind, der Mehrwertmakler sind. Weil irgendwann kommen Sie zu dem Thema, wenn Sie einen Vertrag vermitteln, Sie haben also einen Kaufvertrag, den Sie vorbereiten, dem fußte zuvor eine Kaufentscheidung, der Kunde möchte kaufen und jetzt geht es ja möglicherweise auch darum, dem Kunden nochmal klar zu machen, die Angst zu nehmen, er schreibt einen Kaufvertrag, möglicherweise den ersten und den einzigen in seinem Leben, umso wichtiger ist es eben, ihm auch ein paar Hinweise geben zu können, ein paar Empfehlungen geben zu können, damit er eben diese Angst verliert und sich darauf freut, den Vertrag zu unterschreiben. Also wie ist so ein Vertrag denn aufgebaut, so ein Kaufvertrag? Relativ simpel, es gibt klare Strukturen. Jeder Notar hat diese Struktur. Der Unterschied mag oftmals in der Satzstellung sein oder mal in welchen Erklärungen, ausführlichen Erklärungen. Es gibt Verträge mit 8, 9 Seiten. Es gibt Kaufverträge, die haben 10, 15, 16 Seiten. Aber entscheidend ist, dass in allen diesen Verträgen genau die Dinge drin sind, die ich jetzt ansagen möchte. Es geht immer erstmal darum, wer kauft. Die Erwerbe werden genannt. Es geht um den Sachstand, was wird gekauft, nämlich die Immobilie, die Sie vermittelt haben. Es geht ganz wichtigerweise um den Kaufpreis, was wurde vermittelt, welche Größenordnung ist da zu nennen. Es geht um den Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten. Wann bekommt der Käufer diese Immobilie, die wiederum gewisse Schuld- und Rechtsverhältnisse auslöst. Es geht um die Erschließungskosten. Beim Gebrauchten aus nicht so das Riesenthema, ganz, ganz wichtiges Thema, wenn Sie neue Immobilien verkaufen, Neubauimmobilien verkaufen oder sogar nur Grundstücke verkaufen, ist es ganz wichtig, sich auch darüber zu informieren. Das wird auch nochmal in dem Vertrag erwähnt. Es geht um die Haftung für Sachmängel und Rechtsmängel, was darüber zu wissen. Wer haftet für was? Gibt es überhaupt eine Haftung? Wie lang gibt es diese Haftung beispielsweise? Kosten und Steuern, auch ein Vertrag löst ja Kosten aus, auch der Notar macht es ja nicht umsonst, auch das Finanzamt möchte irgendwas haben, was dazu wissen, all diese Dinge. Es geht um die sogenannten Vorkaufsrechte, gesetzliche Vorkaufsrechte gemäß Baugesetzbuch, wenn die vorhanden sind und es geht natürlich auch immer um Hinweise am Ende eines Vertrages, der Notar belehrt noch einmal darüber, bevor unterschrieben wird. Das ist so die Grundstruktur eines Kaufvertrages, damit Sie wissen, was es damit gemeint. Und natürlich noch Vollmachten und die sogenannte Auflassung des Vertrags in dem eigentlichen Vertrag. Das ist die Grundstruktur eines Kaufvertrages. Heißt übersetzt, Sie müssen nicht alles auswendig wissen, aber es ist nie es ist nie verkehrt, eben auch darüber etwas zu wissen. Heißt also übersetzt, sich dort auszukennen, weil je souveräner Sie damit umgehen, umso souveräner wird der Kunde auch und hat was? Dieses wollige Gefühl im Bauch, dass er weiß, aha, ich kann hier wirklich problemlos unterschreiben. Der Makler war nicht nur nett und sympathisch, hat sich um alles gekümmert, Besichtigung top gemacht, hat mir Hilfestellungen geleistet bei meiner Kaufentscheidung, hat mir bei der Finanzierung möglicherweise noch ein bisschen unterstützt und erklärt mir möglicherweise sogar den Kaufvertrag noch, damit ich ein gutes Gefühl habe. Noch einmal, das alles müssen Sie nicht machen, können Sie aber machen und schadet nicht. Lassen Sie uns kurz mal auf eine Sache eingehen, die auch in einem Vertrag ganz essentiell ist, das ist die sogenannte Belastungsvollmacht oder Finanzierungsvollmacht. Ich nenne es scherzhafterweise gerne die Guillotine-Klausel. Das heißt, aus diesem Vertrag noch einmal gibt es Pflichten, die daraus bedingen, das heißt, der Käufer muss bezahlen. Jetzt kommen wir genau zum Thema. Wann kann er nur bezahlen, wenn er Geld bekommt? Jetzt kommen wir genau zu dieser Belastungsvollmacht. Das ist der komplizierteste Paragraph auch innerhalb eines Kaufvertrages und den sollte man auch noch einmal wirklich eigens übersetzen, damit eben keine Missverständnisse auftreten oder so ein unruhiges Gefühl entsteht bei einem Käufer. Auch bei einem Verkäufer, den betrifft es ja zwingend gar nicht oder nur im abstrakten Sinne betrifft es ihn. Diese Klausel dient allein dafür, dass der Käufer die Immobilie, die er kaufen möchte, belasten, sprich beleihen kann. Zur Erklärung, und so können Sie es auch erklären im Wording, und so habe ich die Erfahrung gemacht, macht es am meisten Sinn, so wird es auch am einfachsten verstanden. Und Sie können auch der Erklärung selbst sagen, ob es für Sie auch klar war zum Nachvollziehen. Ein Käufer möchte kaufen, braucht dazu im Regelfall Fremdkapital.
Im seltensten Falle zahlt der Käufer bar. Er braucht mindestens 1 Euro Fremdkapital. Wenn er das braucht, braucht er im Regelfall Geld von einem Finanzierungsgläubiger, im Regelfall von einer Bank. Die Bank gibt ihm das Geld gerne, wenn die Bonität vorausgesetzt ist, aber nur, wenn sie zu ihren Gunsten eine sogenannte Grundschuld im Grundbuch eintragen kann. Sie ist Sicherheit für die Bank, damit das Darlehen auch ausgereicht werden kann. Wer kann aber nur Grundschulden eintragen? Der Eigentümer. Aber noch ist der Käufer kein Eigentümer. Also braucht er von dem momentanen Eigentümer eine Vollmacht, damit er vorgeschoben Eigentümer werden kann, um diese Grundschuld einzutragen. Heißt also, der Verkäufer erlaubt dem zukünftigen Käufer, nicht Käufer, Erwerber, sprich Käufer, diese Grundschuld einzutragen, obwohl er noch kein Eigentümer ist. Das ist die Grundlage dafür, dass Fremdkapital ausgereicht wird. Im gleichen Zuge tritt aber der Käufer seine Ansprüche aus diesem Darlehen an den Verkäufer ab. Warum? Ganz klar, damit nicht die Grundschuld eingetragen ist, er sich das Geld auf sein Privatkonto auszahlen lässt und sich einen schönen Urlaub macht damit. Das heißt, der Käufer kann nicht mehr entscheiden, wohin gezahlt wird. Heißt also, Vertragserfüllung kann nur auf das Konto des Verkäufers bezahlt werden. Er kann nur entscheiden, wann gezahlt wird. Er sagt, jetzt kann das Geld freigegeben werden. Und das ist der Sinn dieser Belastungsvollmacht. Die ist notwendig. Ohne diese Vollmacht kann der Käufer kein Fremdkapital aufnehmen. Und es ist nur relativ kompliziert im Juristendeutsch in diesem Vertrag verankert. Heißt also, das sollte man immer kurz erklären, auch der Notar nochmal darauf hinweisen, dass es eben auch so erklärt wird, damit die Ängste genommen werden. Aber jeder gute Notar, das sind alle Notare im Regelfall, erklären auch das den Erwerbern, sprich dem Erwerber, den Erwerbern so, dass es eben auch dann verständlich ist. Also, welche Aufgaben hat der Notar denn noch, außer diese komplizierten Formeln zu erklären? Er muss auch dafür gerade stellen, dass der Vertrag vollzogen wird. Er haftet dafür, weil mit dem Kauf der Immobilie beim Notar, bei der Unterschrift, wird noch nichts gekauft. Man kauft den Anspruch auf spätere Übertragung des Eigentums. Also muss der Notar dafür Sorge tragen, dass alles das, was zwischen Vertragsunterschrift und reiner Besitzübergabe, alles so funktioniert und passiert, damit auch Käufer und Verkäufer keine Probleme haben. Damit der Vertrag eben auch dann vollzogen wird. Deshalb gibt es nun mal den Notar. Und in Deutschland ist es eben so, dass Immobilienverkäufe immer nur beim Notar rechtswirksam unterschrieben werden können. Sie können alles kaufen in Deutschland, alles, per Handschlag, Konkludent, Papierdeckelvertrag, außer Immobilien. Warum ist das so? Weil es hier einfach um zu viel Geld geht. Hier muss der Notar beide Parteien belehren darüber, welche Tragweite dieses Rechtsgeschäft hat. Das ist der Sinn, der tiefere Sinn einer Beurkundung und weshalb es eben wirksam ist. Was ist noch wichtig zu wissen? Was soll der Notar noch machen? Er fertigt alle Informationen, dann gibt die Mitteilung ans Grundbuchamt weiter, holt unter anderem auch eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt. Weil auch wenn der Kaufpreis bezahlt sein sollte, ist es noch nicht die maximale Grundlage, um Eigentum zu überschreiben. Es muss auch noch die sogenannte UB vorliegen, sprich Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt. Das heißt also, er muss die Grunderwerbsteuer bezahlt haben. Auch das ist die Grundlage dafür. Das heißt also, alles das muss der Notar unter anderem auch mit überwachen und dafür Sorge tragen, dass alles funktioniert. Erst mit der Sicherstellung noch einmal dieser Dinge, unter anderem auch, wir gehen wieder zurück zum Grundpfandrecht, das heißt zur Eintragung, zur Belastungsvollmacht, erst wenn das gegeben ist und all diese Dinge eingetroffen sind, schickt die Bank dem Notar eine sogenannte Freigabeerklärung zu treuen Händen. Das heißt, die Bank sagt, alles klar, du darfst die Grundschulden löschen lassen, wenn du mir sicherstellst, dass der Betrag X, falls er was ballotieren sollte, auf mein Konto kommt. Man nennt es Freigabeversprechen oder Lastenfreistellungsversprechen, welches zu treuen Händen zum Notar kommt. Warum zu treuen Händen? Weil die Bank dem Notar einen treuen Auftrag gibt und sagt, ich vertraue darauf, dass wenn du mir sicherstellst, dass diese Gelder zu mir kommen, darfst du die Grundschuld löschen lassen, ohne es eine weitere Erklärung bedarf. Das ist der tiefere Sinn dieser Lastenfreistellung, die auch immer ganz elementar wichtig ist für den Ablauf eines Kaufvertrages. Auch da können Sie bereits Ihre Know-how weiterreichen. Wie oft kommt es vor, dass die Banken einfach schlafen und die Kaufpreiszahlung hängt von dieser Lastenfreistellung ab? Heißt also, wichtig ist zu wissen, dass die auch beikommt. Also, aber alles das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, sind Dinge, die natürlich, ich betone natürlich auch, wichtig sind zu wissen und die Sie auch, wenn Sie sagen, es hat mich interessiert, ist für mich ein wichtiges Thema, gerne auf unserer Webseite makler-wissen.de, auf unserem Portal, gerne nachlesen können.
Wir sind nicht umsonst Deutschlands größtes Online-Trainings- und Informationsportal für Makler, weil wir eben dieses Wissen, dieses Content da komplett für Sie eingearbeitet haben. Und zwar so, dass es auch verständlich war. Ich hoffe, es war verständlich für Sie. Wenn ja, freue ich mich auf Ihren Besuch. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Retzert.